Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück. Wir wollten uns um den Schneemann kümmern. Dazu brauchen wir eine Karotte von Barney. Die holen wir uns als erstes. Gucken wir mal, ob der welche für uns noch im Silo hat. Schauen wir mal. So. Tut. So, Barney. Hast du ein Karottchen für mich? Ach so, eine Möhre soll es dieses Jahr sein? Hier auf dem Acker baue ich normalerweise Möhren an. Möglicherweise gibt es noch eine alte Möhre, die du benutzen kannst. Die meisten sind allerdings inzwischen schlecht. Schau mal rum und vielleicht findest du eine. Pass nur auf die Erntemaschine auf. Wenn du eine Möhre findest, kannst du sie einfach dem Schneemann anstecken und danach wieder mit dem Ratsmann sprechen. Okay. Und hopp. Dann bleiben wir doch mal von der dicken Maschine da hinten weg. Und da. Hilfe, wo ist denn der da? Ach, der da ist doch ganz hinten. Ist ja ganz langsam. Auch nix. Und da vielleicht? Auch nix. Und dann da vielleicht. Ja, super. Okay, dann können wir ja eigentlich uns abholen lassen nach Morland. Dann können wir zu Frau Holzwirth und gucken, ob die für uns einen alten Besen hat. Und dann brauchen wir ja nur noch Steine sammeln. Dann haben wir es ja eigentlich schon. Mit den Schneemann schon zusammen. So. Hoppala. Hallo Brielle, ob ich einen Besen für dich habe? Vielleicht soll ich mich mal umdrehen. Ich habe für jede Gelegenheit den richtigen Besen. Ein altes Exemplar für den Schneemann ist sicher dabei. Du musst ihn aber selbst fangen. Genau, fangen. Ich habe nämlich einen Besen, der geflohen ist, und dieser fliegt normalerweise immer hinterm Haus am Strand rum. Auf deinem Pferd bist du ja sehr schnell und kannst ihn sicher fangen. Okay. Ein entflohener Besen. Tja. Okay, gehen wir den fangen. Schauen wir mal, wo der denn rumfliegt. War da gerade was? Nö, das waren Blumen. Ja. Hallo, ist hier ein Besen? Da ist ein Besen. Ach, oh, schon? Wow. Das war schnell. Das war mal so richtig schnell. Okay. So, ich habe ihn gefangen. Guck mal an, du hast ihn gefangen. Ein Besen für einen Schneemann zu werden, ist doch was Tolles. Vielleicht will er dann endlich nicht mehr fliehen. Ja, vielleicht. Nimm nun diesen frechen Besen und gib ihn dem Schneemann. Sprich danach mit dem Ratsmann und frage ihn, was er davon hält. Wünsche ihm frohe Weihnachten von mir. Okay, auch das tun wir. Was war das jetzt noch? Ach so, genau, die Steine um die Mauer. Das machen wir auch. Dazu müssen wir jetzt erstmal wieder zurück. So. Und wieder dahin. So. Da liegen schon Steine. Ein, die Steine reichen für das Gesicht. Okay. Da haben wir auch noch welche.
Und die Steine reichen auch fürs Gesicht. Und haben wir dann noch welche? Wir reiten jetzt einfach einmal um zu und gucken mal. Da sind nämlich auch noch welche. Und da müssten noch welche sein. Das ist doch noch ein Loch in der Mauer, oder? Hab ich mich da vertan? Da ist doch noch ein Loch in der Mauer. Sind da keine Steine? Sieht nicht so aus, oder? Ist da schon genug Steine? Nein, ach, die liegen da drinne. So. Da. Das müsste es dann eigentlich gewesen sein. Nee, da ist noch ein Loch. Aber das hatte ich jetzt... Das hätte ich jetzt irgendwie vergessen. Da sind noch mehr Steine. Und noch mehr. Ach, ich kann... echt so viele einsammeln? Okay. Gucken wir mal, ob das reicht. Sollte ja eigentlich. Nö. Ja, gucken wir mal. Sonst müssen wir halt nochmal ein paar holen. So, Herr Schneemann. Eine Nase. Ich muss absteigen. Okay. So. Herr Schneemann, Ihre Nase. Dann habe ich hier einen Besen. Moment, ich muss mal hier nach vorne, um das so richtig zu sehen. Okay, Besen. Und jetzt, ja. Ja, das sieht doch gut aus. Dem fehlt aber noch was. Fehlt noch ein Hut oder so. Ah, die Dinger kann man mal da zusammenpacken. So. Da. Na, sieh mal eine an. Jetzt hat der Schneemann ein schönes Gesicht. Ja. Hehe, das ist aber eine schöne Nase für den Schneemann. Gut. Was für ein schöner Besen. Wir kommen einem richtigen Schneemann immer näher. Zur Erinnerung an die verschwundene Anne haben wir hier im Stadthaus einen ihrer Dressurhüte verwahrt. Er befindet sich auf seinem Ehrenplatz überm Herd. Ich dachte, dass es schön für alle wäre, wenn wir den Hut dem Schneemann aufsetzen würden, so dass alle ihn sehen können. Nimm Annes Hut und setze ihn dem Schneemann auf. Dann wären wir auch fertig. Okay. Aber gerne doch. Da haben wir den Hut. Zack. Ja, jetzt sieht er schick aus. Sehr schön. Und wir haben Weihnachtsfragmente. Ganz viele. Das ist ja ein richtig toller Schneemann geworden. Das hätte ich nie gedacht, nachdem James so einen schrecklichen Start geliefert hat. Du hast einen super Job gemacht. Dankeschön. Okay, das war's dann hier. Was machen wir weiter? Was haben wir denn hier noch an Tegel? Erstes Jorvik-Stall, genau. Wir wollten, es hat sich nichts geändert. Ja, hier in Silverglade erstmal weitermachen. Silverglade Landgut. Das würde ich auch ganz gerne tun erstmal. Und wir können dann immer noch in Jarlaheim weitermachen. Da müssen wir sowieso dann immer mal wieder hin, wegen dem Weihnachtsmann die Geschenke einlösen. So, Silverglade Pferdesportcenter. Jawohl. So. Guten Tag. Ach da. Okay. Hallo. Mann, das war toll. Ich habe über unsere Unterhaltung nachgedacht. Und wir hatten einen schlechten Start, denke ich. Ich denke, ich habe mich einfach ein wenig unsicher gefühlt. Ich bin neu hier, weißt du? Wäre es zu viel, dich um einen kleinen Gefallen zu bitten? Warum fangen wir nicht von vorne an und lernen uns ein bisschen besser kennen? Ja? Also, wie heißt du? Brielle? Hi, Brielle. Ich bin Sabine. Freunde?
Okay, das ist jetzt ein bisschen verwirrend. Also ich habe jetzt gerade irgendwie gestutzt und gedacht so, was? Warum will die von vorne anfangen? Aber wir hatten die ja schon mal angesprochen und da hatte uns sie uns ja so angepatzt von wegen, warum wir ihr ne, vorwerfen würden, dass sie nachts umherreitet und so Dinge. Ich glaube, das war so in dem Ding irgendwie, dass sie war halt total unfreundlich zu uns. Wirklich? Du machst es? Danke dir. Wir werden so viel Spaß zusammen haben. Ich bin so froh, dass wir das geklärt haben. Also, was machst du jetzt? Kennst du zufällig Justin Moreland? Du kennst ihn? Das ist super. Okay, also ich habe diesen Brief für Justin von einem unbekannten Verwandten. Er muss ihn erhalten. Aber wie du weißt, bin ich nicht mit dem Land außerhalb des Landguts vertraut. Ich würde mich auf dem Weg verirren. Du wohnst im Moorland, oder? Du willst zusammen dorthin reiten? Haha, ich kann mich dort nicht sehen lassen. Ich meinte, ich kann mich dort nicht sehen lassen wegen meines Status. Ich muss mich in schickeren Gegenden aufhalten. Ich bin sicher, du hast Verständnis dafür. Bitte gehe nach Moorland und gib Justin diesen Brief. Okay. So, das heißt, wieder nach Moorland zurück. Gut, Gott sei Dank haben wir unseren Abholservice und dann geht das immer recht fix. Und man muss auch nicht so mega viel bezahlen, sonst geht das nämlich auch ganz schön ins Geld. Justin ist da hinten, oder? Ja, der steht hier rum. Hallo, Justin. Hallo, wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen. Ein Brief für mich? Echt? Von wem denn? Dir geht es also gut auf dem Landgut? Das ist schön. Fühl dich nicht gedrängt, hierher zurückzukehren, solange sie dich dort brauchen. Soweit ich weiß, suchen sie verzweifelt nach Hilfe, seit diese Linda verschwunden ist. Naja, dann werde ich diesen Brief mal aufmachen. Hey, warte, das ist was zum. Ich weiß nicht, was ich. Weißt du was? Ich muss sofort los, dieser Brief. Falls das stimmt, dann. Hör mal, ich kann nicht bleiben. Du musst meinem Vater sagen, dass ich auf eine Reise gehe. Machst du das? Es ist. Mein Großvater, das scheint sehr wichtig zu sein. Sagt Thomas sofort Bescheid. Okay. Ja, dann rennen wir doch dahin und sagen dem Bescheid. Hallo, Thomas, ich weiß was. Oh, beinahe gegen Zaun. Oh, wo ist denn der? Ach, der steht da auf dem Feld hinten. Okay. Hallo, wo bist denn du? Ist das? Ja, das ist er. Okay. Herr Thomas. Warte, warte, was sagst du da? Sein Großvater? Oh, das kann doch nicht wahr sein. Bitte lass das nicht passieren. Justin kann unter keinen Umständen sein. Mein, das ist schlecht, richtig schlecht. Wir müssen Justin aufhalten, keine Zeit zu verlieren. Das heißt, wo müssen wir hin? Okay, dafür ist er aber langsam, dass er keine Zeit verlieren will. Okay. Hier ist niemand. Herr Thomas. Das ist doch jetzt nicht wirklich passiert. Er ist weg. Mein Sohn ist weg. Das werde ich mir nie verzeihen. Sabine hat dir den Brief gegeben, sagst du? Das gefällt mir gar nicht. Natürlich weiß ich, wer sie ist. Und weiß auch, was ich von ihr halte. Sie ist eine heimtückische Schlange. Sie hat meine Familie schon viel zu lange belästigt. Was sagst du? Das ist interessant. Du glaubst also, dass Sabine der vermummte Reiter war, der die Besitzurkunde gestohlen hat? So habe ich darüber noch nicht nachgedacht. Ich dachte, es wäre jemand von der GED gewesen. Das würde aber Sinn machen. Dieses Mädchen hat es auf jeden Fall faustdick hinter den Ohren. Hör mal, du solltest rüber zum Landgut reiten und ein wenig mehr darüber herausfinden. Wir müssen so viel wie möglich über dieses Mädchen wissen. Okay, aber klar doch, natürlich. Ich muss mal eben schnell gucken, aber ich glaube, ja, wir haben eine Quest noch am Doyle's Abbey, aber das ist, das ist auf der Ponykoppel, ne? Das ist, dieses Ponyrennen, das können wir ja nicht machen. Das können wir ja erst machen, wenn wir uns ein Pony zugelegt haben. Gut, dann gehen wir, Pferdesportcenter zurück. Wow.
Lauf mal. So. So, dann wollen wir mal gucken, was sie dazu zu sagen hat. Wo ist er denn? Hallo? Wird mir doch hier angezeigt. Ach, die Baroness. Ach so. Ich wieder mal nicht richtig zugehört hier, ja? Sabine? Nein, sie ist vor einer Weile mit Pferd und Ausrüstung verschwunden. Schien so, als würde sie nicht mehr zurückkommen. Komisch, wo sie gerade für einen ganzen Monat die Stallmiete bezahlt hat. Was willst du noch über Sabine wissen? Eigentlich weiß ich nicht so viel über die Mädchen, die sich im Stall herumtreiben. Ich weiß ihren Namen, aber das war es dann eigentlich auch schon. Warte mal, Justin? Wie bitte? Was? Er ist losgegangen, um mein sein... Ist das ein Scherz? Das wäre nämlich gar nicht witzig. Bitte entschuldige mich. Ich glaube, ich brauche eine kalte Dusche. Sofort. Godfrey! Brielle, warte. Es gibt hier irgendwo ein neues Mädchen. Sie hat auch nach Sabine gesucht. Finde sie und freunde dich mit ihr an. Ihr werdet sicher schnell gute Freunde. Okay. Scheint ja irgendwas mit dem Typen nicht so ganz zu stimmen, ne? Hallo, wer bist denn du? Alex. Hallo, schön, dich kennenzulernen, Brielle. Ich bin Alex. Ja, ich bin so froh, dass du das sagst. Ich versuche schon seit längerem, Sabine abzuhalten, den Leuten in Jorvik Schaden zuzufügen. Aber es ist nicht so leicht. Ich versuche gerade, ein Mädchen zu finden, das mit ihr zusammengearbeitet hat, aber dann plötzlich verschwunden ist. Ihr Name ist Linda. Ich würde mich nicht wundern, wenn Sabine etwas mit Lindas Verschwinden zu tun hätte. Oh, Level Up. Yay! Okay, was? Du hast einen Brief von Sabine an Justin übergeben? Oh oh, das ist nicht gut. Und jetzt sind beide weg. Warte, hast du schon mal Sabines Pferd gesehen? Khan? Er sieht wirklich anders als andere Pferde aus. Er hat fast sowas wie einen Schein um sich herum. Seine Hufabdrücke sehen auch anders aus. So als würden seine Hufe brennen, wenn er sie in den Boden drückt. Vielleicht finden wir so eine Spur, wenn wir Ausschau nach solchen Abdrücken halten. Schau mal um den Stall herum. Okay, das machen wir allerdings erst im nächsten Part. Also bis denn. Ciao, ciao.